Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Trine 2 Director's Cut auf der Wii U. Wir sind am Beginn des Pilzhöhlen, heißt das Level, glaube ich. Auch wenn ich es eher Spinnenhöhlen nennen würde. Was für ein fettes, widerliches Vieh da hinten. Oh je, ich will da gar nicht reinlaufen. Apropos, wir haben ja auch erstmal noch... Bestimmt brauchen wir das, um da lebendig vorbeizukommen. Das Glitzern und da oben dieser Wassersack. Okay, probieren wir es mal mit ein, zwei Kisten und einer Planke. Das dürfte eigentlich schon reichen. Ja, müsste doch. Versuchen wir mal unser Glück. Okay, ein Pfeil drauf. Und dann müsste das doch passen. Jawohl, sehr gut. Was wächst denn hier jetzt Schönes? Oha! Dann können wir über das widerliche Vieh hinweg. Das begrüße ich sehr. Kein Bock, Bekanntschaft mit dem ekelhaften Spinnenfieder zu machen. Und hopp. Oh, okay. Müssen wir schnell sein. Von diesen Dingern fallen wir runter. Das ist bescheiden, denn da oben geht es doch bestimmt auch irgendwo hin. Aber da müssen wir bestimmt erstmal auf diesen Felsblock drauf springen. Komm schon. Verdammt. Okay. Da brauchen wir gutes Timing. Okay, komm, jetzt. Auf das Große kippt das auch so ab. Na, okay, nicht so krass. Auf dem Großen können wir stehen. Gut. Ich wollte gerade sagen, war es das schon? Aber da oben, das sieht das aus, als geht es da noch weiter. Hm. Wir haben ja jetzt... Ich habe übrigens seit dem letzten Mal ein bisschen die Level, die wir bereits gespielt haben, nachgeholt und da Krüge geholt, die wir haben stehen lassen vorher. Und, ach verdammt, wir haben hier ja noch ganz viele Objekte. Naja, jedenfalls habe ich dadurch nochmal ein Level, oder waren es zwei, ich weiß gerade nicht genau, gut gemacht. Und unter anderem diese Fähigkeit, die wir hier sehen, habe ich dazu bekommen. Das ist die vierte, also die letzte Fähigkeit von der Schurken. Ich kann es mal kurz zeigen, hier unten. Hier, Schwerkraftreduktionsfeld. Das bewirkt alles, was da drin sich befindet, schwebt quasi im Raum und bewegt sich deutlich langsamer. Das heißt, solche Kisten, die ich jetzt hier reinlege, schweben da drin. Wenn wir da drauf springen, ich mach's mal vor, fällt diese zwar runter, aber nur ganz langsam. Und insofern können wir dann solche Höhen leichter überbrücken. Und jetzt haben wir es hier auch mal an dem Pfeil gesehen. Also auch Geschosse oder ähnliches, alles bewegt sich viel langsamer darin. Und das macht es uns natürlich deutlich einfacher, zum Beispiel hier rüber zu kommen. Ich setze einfach mal eine Kiste hier in die schwebende Mitte. Und dann sind wir auch schon da. Ui! Direkt die erste Kiste. Na, das geht doch gut los hier in diesem Level. Ein Gemälde. Ja, hübsch, hübsch. Und sieht auch schon mehr nach Pilzwald aus, als diese vermockten Spinnenhöhlen hier. Okay. Dann mal nichts wie hinweg über das widerliche Vieh. Oh nö, oh nö, oh nö. Okay, es ist noch mehr Timing gefragt als gedacht. Wo ist der Stein? Dass wir da auch noch auf den anderen drauf kommen. Komm schon. Jawohl. Okay, das sah doch schon besser aus. Das hier ist doch genau mit Sicherheit ein Hüpfpilz. Und ich höre da schon unsere kleinen grünen Freunde. Oder eher Feinde. Na, dann kommt her. Ihr Unholde. Sterbt. Oh, kümmerlich. Nur zwei Stück. Keine große Attacke wie sonst. Und riskiere ich und springe hier runter? Ne, ich lasse das mal. Ich glaube nicht, dass da was ist. Ach Gott. Das war doof. Aber hier ist ja direkt der Checkpoint. Insofern nicht so schlimm. Okay, eine Holzkiste. Da oben haben wir ja wieder Zacken, wie ich sehe. Dann stecken wir die da schon mal dran. Brauchen wir hier zwar nicht unbedingt, aber kann sicherlich noch helfen für den Fall der Fälle. Ich dachte, das da oben sieht so brüchig aus. Naja, wird nichts sein. Und hopp, jawohl. Okay.
nee. Ah, jetzt sehe ich es. Hier ist auf jeden Fall was Brüchiges. Legen wir erst nochmal diese kleine Wippe um. Vielleicht, ja genau, ich beschwere mir das mal mit einer Kiste. Damit die nicht immer direkt umspringt, wenn wir die Seite wechseln. Das macht das Ganze sicherlich etwas bequemer. Na komm schon, Kiste. Ja, brav. Okay, dann wollen wir mal... Mal sehen, ob wir da irgendwas Interessantes haben. Ja, zumindest schon mal ein paar... Komm her. Jawohl. Ein paar Krüge. Und entweder geht es hier oben richtig weiter, das weiß ich noch nicht, oder noch ein Secret. Aber da wir jetzt gerade erst eine Kiste gefunden haben, glaube ich jetzt nicht, dass hier direkt die nächste ist. Ach, verdammte Goblins. Die sind ja mehr nervig als anstrengend. Macht euch weg! So. Nicht mit uns. Okay, wofür ist dieser Hebel denn gut? Lass mal schauen. Okay, das sieht aus wie so ein Tor, was da noch oft bleibt. Ich will aber trotzdem nicht mal schnell schauen, ob da oben noch irgendwas Interessantes ist. Jetzt sind wir ja wegen den Goblins so schnell runtergegangen. Ich hoffe, das passt. Jawohl. Oder auch nicht. Okay, nächster Versuch. Oder machen wir es uns einfach. Mit dem Schwerkraftreduktionsfeld, oder wie es heißt. Also das ist echt eine saupraktische Fähigkeit. Macht es einem deutlich einfacher, an viele Punkte ranzukommen. Okay, da oben ist aber nichts Interessantes. Schade. Zumindest ein paar Krüge hätte ich doch gut gefunden. Oh Gott, oh Gott. Den Kameraden, sowas hatten wir bislang noch gar nicht. Der ist deutlich unangenehmer als die normalen. Erstmal, oh, genau, kann er solche Feuerwellen beschwören. Oha, und kann richtig zuhauen, wie wir gerade gesehen haben. Also bei dem müssen wir wirklich aufpassen. Deutlich aggressiver als die normalen Goblins. Wobei der mir auch nicht aussieht wie ein Goblin. Eher wie ein... Oh Gott! Okay, jetzt haben wir ein Problem. Mit Amadeus kämpfen ist nicht möglich. Wo war denn der letzte Checkpoint? Ah, hier, okay. Gut. Kommen wir davon hier? Ist da oben irgendwas Hölzernes? Nee, natürlich nicht. Na gut, dann müssen wir einen kleinen Umweg gehen. Sonst fällt der uns nachher noch in den Rücken dabei. Muss ja auch nicht sein. Ich frage mich, wozu die ganzen Fässer hier sind. Und ich sehe gerade, da oben ist ja auch nochmal so ein Bretterverschlag. Mit nochmal so einem explosiven Fass. Also eigentlich wäre es ja schon sehr verwunderlich, wenn man die hier für nichts bräuchte. Verdammt. Boah, also gegen diesen Kameraden, ich sage ja immer, die Kämpfe sind nicht schwer, sind es im Prinzip auch nicht. Ich stelle mich einfach nur gerade ein wenig suboptimal an, um nicht zu sagen, blöd. Ah, wieder eine schöne Stelle hier. Also die Hintergrundarbeit, die Lichteffekte, kann ich nur immer wieder betonen, sind wirklich eine große, große Stärke dieses Spiels. Na komm schon, so, ja. Ein beherzter Sprung. Okay, und wieder ein Schalter. Okay, das Ding geht bestimmt runter, wenn wir es loslassen, oder? Nein, tut's nicht. Okay. Und diesen Wagen hier, jawohl, den können wir bewegen. Aber... Ich will doch nochmal kurz gucken, ob hier unten noch irgendwelche... Ja, genau, da ist nämlich schon einer. Krüge sind und wenn wir uns hier festmachen, gehen wir auch nicht drauf. Oh, und guckt mal. So viel zum Thema, wir gehen nicht drauf. Aber ich habe da nichts gemacht. Naja, vielleicht haben wir uns quasi überschwungen hier und deswegen ist das Ding losgegangen. Aber da unten ist doch noch eine Felswand und dahinter jede Menge Krüge. Die schnappen wir uns doch. Hat sich das doch gelohnt, hier nochmal nachzuschauen. Also ich kann es nur immer wieder sagen, guckt euch alles an in diesem Spiel. Ich meine, wird man, werden die meisten von euch eh tun. Also ich jedenfalls habe immer den Drang, mir alles anzugucken, obwohl ich mir immer sage, komm schon, soll ja auch irgendwie mal vorwärts gehen. Wir wollen ja auch weiterkommen in den schönen Levels, in den schönen Leveln. Okay, 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 ich sehe schon. Hier haben wir wieder so eine
Windmaschine, nenne ich es mal. Um dieses verdammte Giftgas wegzupusten. Kein besonders schweres Rätsel, aber... Naja. Okay, geht's hier denn noch weiter oder war es das mit der wilden Fahrt? Ne, hier war es. Hier war es das. Hier ist vorbei. Okay. Ah, diese Rutschpartien mag ich nicht. Weil da kommt man ja nicht mehr zurück, wenn man irgendwas vergessen hat. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir alles haben. Okay, dann befreien wir mal diesen kolossalen Stein. Aber warte, 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 warte. Du könntest mir doch noch behilflich sein, darauf zu kommen, bitte. So, alli hopp. Ach, dann bleibt halt, wo der Pfeffer wächst. Dann machen wir das wieder mit unserem Schwerkraftreduktionsfeld. Mann, was ein Name. Guck mal, das hätte man doch nicht mal gebraucht. Weil man fällt halt auch selber, der Charakter, nicht so schnell runter. Dementsprechend springen wir etwas höher. Da hätten wir das Feld, beziehungsweise die Kiste, meine ich jetzt, gar nicht gebraucht, um da hochzukommen. Okay. Will ich doch mal spontan sagen, der Stein ist so fett. Der hilft uns doch bestimmt bei der Überbrückung dieser Schlucht hier. Weil da vorne glitzert es ja wieder. Hier noch eine Kiste hin. Und ja, Minimum zwei Planken. Ich hoffe, das reicht dann. Wir werden es erleben. So, eins. Also bei solchen Konstruktionen achtet immer darauf, dass die... Ich meine, ist irgendwie auch logisch. Aber dass die Planke, die näher am Wasser dran ist, über der ersten ist. Ne? Sonst läuft das Wasser nicht richtig drüber. Sondern drunter weg. Okay. Dieser kleine Trick hier hat noch nicht gereicht, wie es scheint. Müssen wir hier nochmal ein bisschen justieren. Komm schon. Also entweder war es gerade schlichtweg zu wenig oder... Naja, okay, wir müssen anscheinend die erste hier nochmal ein bisschen... Ach doch, doch. War ich nur wieder zu ungeduldig. Was ist das denn für ein Ding? Sieht aus wie eine Hand mit einem Zeigefinger. Okay. Ein paar Hüpfpilze. Oh Gott. Das versuchen wir nochmal so, ja? Ja, schon besser. Boing. Aber erstmal die ganzen Krüge hier einsacken. Führt uns das hier noch irgendwo hin? Sieht nicht so aus. Ist das da oben eine zerstörbare Wand? Nee. Okay. Sah im ersten Moment so aus für mich. Na dann rauf da. Okay, ich glaube, hier geht's schon weiter. Oh, sieht das hübsch aus. Ja, aber ich denke, hier geht's weiter. Also schauen wir nochmal hier unten, ob hier noch irgendwas einzusacken ist. Ne, Giftgas. Wahnsinn. Darauf kann ich gut verzichten. Okay. Dann wollen wir mal. Kann man sich denn hier irgendwie... Ach, da unten ist der Pilz. Ich kann sagen, den habe ich erst gar nicht gesehen. Da oben ist doch mit Sicherheit auch noch irgendwas. Da müsste uns jetzt doch eigentlich unser... Peng. Schwerkraftreduktionsfeld helfen. Und das tut es ja wohl. Und die zweite Kiste. Ach, guck mal. Na, hier sieht es doch aus, als wären hier jede Menge Schätze. Okay. Und ein Level Up. Gibt's nochmal gratis oben drauf. Aber wieder mal eine richtig schöne Ecke hier mit dem Wasserfall. Gefällt mir sehr gut. Aber optisch ist der Titel auch einfach nur ein Knaller. Klar, es ist nur 2D, keine Frage. Und die Rätselei ist bestimmt auch nicht jedermanns Sache. Aber jeder, der damit was anfangen kann, der sollte unbedingt sich das Spiel mal angucken. Es lohnt sich. Also ich finde, das ist wirklich ein gelungenes Spiel. Macht unheimlich viel Spaß und man ist auch eine ganze Zeit lang damit beschäftigt. Es gibt 19 Level hier bei der Wii U Edition oder Version. Und... noch ein verstecktes, wenn man alle Kartenteile, glaube ich, gefunden hat. Die findet man teilweise in den Kisten, quasi als kleinen Bonus.
In den Höhlen hatte Pontius ein paar Pilze gesammelt. Doch haben Soja und Amadeus ihn überredet, sie nicht zu essen. Amadeus hatte sich an früher erinnert, als er in seiner Schulzeit einmal einen Pilztrank gebraut hatte. Das hatte in der Tat kein gutes Ende genommen. Als die Helden aus den Höhlen stiegen, trafen sie auf das erste Licht des Morgens. Das Schloss am Meer, ne? Das klingt doch schön. Eine wunderschöne Morgendämmerung. Oh ja. Es sollte jetzt nicht mehr weit zu Rosabels Schloss sein. Wow. Ja, wir haben doch am Anfang gesagt, der Trine soll uns mal an den Strand führen. Et voilà, da sind wir. Allerdings hier brauchen wir ganz dringend den Frostpfeil. Denn, wie wir gerade schon mal hier mit dieser ganz dezenten Andeutung gesehen haben, Frostpfeil ins Wasser schießen ergibt eine solche Eisplattform, also ein Eisstück, auf dem wir stehen können. Ich will aber trotzdem erstmal kurz im Wasser gucken, ob wir hier nicht irgendwo ein paar Krüge versteckt haben. Okay, scheint aber nicht so. Wie man sich denken kann, hier sieht man, sie sind ja auch schon wieder weg. Die verschwinden. Nach einer kurzen Zeit. Ist ja irgendwie auch logisch, ne? Eis in warmem Wasser. Das schmilzt recht zügig. Da oben in den Bäumen sind ein paar große, haarige Früchte. Die heißen Kokosnüsse. Oh, da sind das also ein paar große, haarige Nüsse. Nein, es sind Früchte. Sollten sie dann nicht Kokosfrüchte heißen? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Der Pontius ist mit seiner Naivität fast schon wieder lustig. Wir haben sogar gleich noch einen kleinen Lerneffekt. Okay, da oben habe ich doch gerade einen... Genau, einen Krug gesehen. Den will ich doch haben. Oh, 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 bevor die Plattform weg ist. Jawohl. Ih! Dicke, fette Krebse. Tja, Junge, was machst du jetzt, ha? Da guckst du doof. Allerdings kann man diese leider nicht zerstören, wie man hier sieht. Also wir können sie nur, ich sag mal, außer Gefecht setzen, indem wir uns draufstellen. Oder, so habe ich das beim ersten Mal zocken gerne gemacht, eine Kiste auf den, auf den Kopf. Allerdings funktioniert das natürlich nicht, wenn die gerade mit ihren Scheren da hantieren. Komm schon, Junge. Ein bisschen hier zur Seite und Ruhe! Ja, dann kannst du mal da rumeiern. Oh, und vielleicht noch eine zweite Kiste, damit hier der Schalter betätigt bleibt. Und alle ab. Oh, das Ding bricht auch ab. Macht aber nichts, ich will eh immer noch mal ins Wasser. Boah, guckt euch mal den Fisch an hier. Ein Anglerfisch, wenn mich nicht alles täuscht. Wegen dieser kleinen Laterne vorne. Kennen wir ja alle aus Findet Nemo, nicht wahr? Ja, ja. Und hier unten ist doch der ein oder andere Krug zu finden. Ich hoffe, die können mir nichts, ne, mir nichts antun. Wir können nicht unendlich schwimmen. Man sieht es unter dem Porträt des jeweiligen Charakters. Gerade hier bei Amadeus, der hat gleich keine Luft mehr. Aber einmal den Charakter wechseln und schon derjenige hat noch volle Luft. Man kann also ziemlich lange tauchen, das ist kein Problem. Und ich überlege, wenn ich das Fass hier... Jawohl, man kann die rausschieben, wunderbar. Dann haben wir hier was. Ah, ich wollte gerade sagen, um da hochzukommen, aber an der Stelle kommen wir nicht hoch. Aber dann halt hier, macht ja nichts. Gut. Da müssen wir jetzt nur aufpassen, dass wir das hier vernünftig timen. Oh Gott, das war knapp. Okay, was bewirkt der denn? Ach ja, der stellt das Teil da auf. Ich wollte gerade sagen, setzen wir eine Kiste drauf, aber da vorne ist Feuer. Und unsere Kisten werden von Feuer leider zerstört. Ihr kennt das Prozedere. Ah, wollte gerade sagen, aber dahinter ist doch bestimmt was Nützliches. Schieben wir diesen Felsblock darauf. Und das müsste doch dann eigentlich das Feuer abhalten und den Schalter dauerhaft betätigen. Und den hier können wir ja dann auch ohne Probleme mit einer Kiste beschweren. Apropos, das Ding halte ich jetzt auch mal an. Was ja praktischerweise geht. Na komm her, erstmal ein bisschen in die... Oh mein Gott. In die Mitte. So, damit mir das Teil nicht auf die Nerven geht. Und dann rauf. Ach, die bleiben sogar jetzt oben. Na, das ist ja praktisch. Ich hätte jetzt gedacht, dass die in 0, nix wieder
abbrechen und dass sie nur wegen dem Schalter überhaupt sich aufstellen. Aber weit gefehlt. Okay, aber da links war da nicht auch noch irgendwas? Doch, seht das? Ja, ja. Hm. Ich weiß gerade spontan nicht, wie wir da rankommen sollen. Ich sag mal, wenn die Kiste den Schalter dauerhaft betätigt, dann können wir ja hier noch zwei draufsetzen. Das habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert, ob das klappt. Och, nö. Verdammte Kisten. Mist. Okay, die schweben mir hier nur so davon. Was ich meine mit, was ich selbst noch nicht ausprobiert habe, ob man jetzt auch dieses Reduktionsfeld auf der Kiste... Jawohl, man kann. Perfekt. So, dann können wir uns hier noch eine mitten reinsetzen. Und dann mit dem Krieger. Jawohl, sehr schön. Gut. Hat auch wunderbar geklappt. Und jetzt kann die Kiste auch... Na, das will nicht. Dann halt so. Hat sie ja ihren Dienst getan. Gut, Leute, ich sehe gerade auf die Zeit. Ich würde sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. An diesem wunderschönen Strand würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal bei unserem kleinen Urlaub hier dabei seid. Also, bis dahin. Ich wünsche euch was. Ciao.